Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, ganz, ganz herzliches Willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung zu unserer Abendveranstaltung Ägypten am Abgrund, warum Deutschland nicht auf Scheinstabilität setzen sollte. Ich möchte mich ganz, ganz besonders für Ihr Interesse an dieser Veranstaltung bedanken, weil wir als Heinrich-Böll-Stiftung ja mit dieser Veranstaltung als eines von mehreren Elementen das Ziel verfolgen, Ägypten und die politische, wirtschaftliche, soziale Situation Ägyptens stärker in den Fokus der deutschen Öffentlichkeit und natürlich auch der deutschen Politik zu holen. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat 2014 Stabilität und Entwicklung für Ägypten versprochen. Die wirtschaftliche Entwicklung und die Sicherheit, die der ägyptische Präsident versprochen hat und für die er auch Unterstützung bekommen hat, durchaus aus der Bevölkerung, wenn auch nicht in vollem Umfang, aber vor allem auch aus dem Ausland. Diese wirtschaftliche Entwicklung und diese Sicherheit, glaube ich, können wir nach 3 Jahren, nach 2,5 Jahren sagen, ist nicht eingetreten. 3 Jahre nach dem Putsch wird immer offensichtlicher, dass al-Sisi das Versprechen von Entwicklung und Sicherheit nicht einlösen kann, ganz im Gegenteil. Die Wirtschaft steckt in einer tiefen Krise. Ich denke, darüber werden wir heute Abend sprechen. Und al-Sisi verspricht vor allem über Megaprojekte große Beschäftigungseffekte für die Bevölkerung zu erlösen. Aber man kann heute, glaube ich, schon sagen, dass diese Megaprojekte sich entweder gar nicht realisieren oder schon gar nicht die Beschäftigungseffekte für die breite Bevölkerung einstellen, weshalb sich ja auch in den Protesten, wenn es sie überhaupt noch gibt in Ägypten, vor allem ja auch öffentlich protestiert wird, dass das Geld für die Großprojekte fehlinvestiert sei und stattdessen in Bildung, Gesundheit und in andere Grundbedürfnisse der ägyptischen Bevölkerung fließen sollten. Die Menschenrechtsbilanz al-Sisis Regierung ist, auch das muss man deutlich sagen, schlechter als unter den Vorgängern Mubarak und Mursi. Die Berichte von Amnesty International und Human Rights Watch, um die zwei wichtigsten großen internationalen Menschenrechtsorganisationen zu nennen, zeugen von zigtausend politischen Gefangenen in den Gefängnissen Ägyptens, von außergerichtlichen Tötungen und von Todesurteilen von mehr als 1700 Menschen seit 2014. Folter ist ebenfalls gang und gäbe in den Gefängnissen, auch darüber wird heute zu reden sein. Massive Repressionen richten sich gegen jedwede Form der Opposition. Und Terroranschläge, also das zum Thema Stabilität, die unter al-Sisi hätte eintreten sollen, Terroranschläge und politisch motivierte Gewalt haben in Ägypten stark zugenommen. Genauso wie Teile des Sinais der staatlichen Kontrolle Ägyptens entzogen sind oder der ägyptischen Regierung entglitten sind. Statt das Land zu einen und zu stärken, hat al-Sisis Politik die sozialen Gegensätze weiter verschärft und trägt zur enormen Instabilität des Landes bei. Gleichwohl, das wird zentral auch im Mittelpunkt des Abends stehen, gilt die ägyptische Regierung, sei es für die Bundesregierung oder für die Europäische Union, nach wie vor immer noch als Garant der Stabilität in der Region, die natürlich krisengeschüttelt ist. Aber al-Sisi soll im Prinzip, obwohl er das Land selber in die Instabilität treibt, gleichzeitig der Garant sein für eine zu befriedende Region. Die westlichen Regierungen, wir reden heute vor allem über Deutschland und die Europäische Union, sehen eben in Ägypten trotz einzelner Bedenken Ägypten als wichtigen Verbündeten im Antiterrorkampf. Sie kooperieren mit Kairo in Fragen des Grenzschutzes bzw. der Migrationskontrolle. Alle werden mitbekommen haben, wie sehr Ägypten nun auch im Gespräch ist, mit Ägypten einen ähnlichen Deal wie den mit der Türkei abzuschließen. Auch dazu werden wir heute Abend mit meinen Gästen auf dem Podium sprechen. Außerdem verstärkt die Bundesrepublik die wirtschaftliche Kooperation.
eine große Investition, die größte in der Firmengeschichte. Siemens geht nach Ägypten in großem Umfang, vor allem für den Energiebereich, auch für Windenergie. Die Bundesregierung will Teile dieses Investitionsdeals mit Ägypten über Hermes-Bürgschaften, also Exportkreditversicherungen, absichern helfen. Und da stellt sich natürlich die Frage, nutzt die Bundesregierung die finanzielle Absicherung von Exporten eines deutschen Großunternehmens eben unter anderem auch, um in diesem Kontext Menschenrechtsverletzungen oder andere Probleme des Regimes dann auch anzusprechen. Auch darüber werden wir reden. Wir hier in der Heinrich-Böll-Stiftung machen diese Veranstaltung unter anderem, weil wir wollen, dass die Bundesregierung ihre unkritische Haltung gegenüber Ägypten überdenkt. Wir meinen, dass die Beziehungen Deutschlands und Ägyptens auf den Prüfstand gehören und hinterfragt werden und vor allem auch Öffentlichkeit erhalten. Bevor ich Ihnen gleich unsere Gäste auf dem Podium hier vorstelle, möchte ich Ihnen noch was sagen zur Zusammensetzung dieses Podiums. Wir hätten sehr, sehr gerne mit Vertreterinnen der Bundesregierung, mit dem Kanzleramt, mit dem Auswärtigen Amt oder mit dem Wirtschaftsministerium über die deutschen Beziehungen, die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mit Ägypten geredet. Alle waren eingeladen von allen dreien. Kanzleramt, Wirtschaftsministerium und Auswärtigen Amt haben wir Absagen erhalten. Wir haben auch gewollt, dass ein Vertreter von Siemens oder eine Vertreterin von Siemens hier auf dem Podium sitzt, damit wir über zum Beispiel ethisches Investment hätten reden können. Wir hatten eine Zusage von Dr. Udo Niehage, er ist der Leiter von Government Affairs bei Siemens. Wir hatten, wie gesagt, eine Zusage. Herr Niehage hat ganz kurzfristig abgesagt, weil er sich nicht für kompetent hält, um über die politischen Dimensionen des Siemens-Engagements in Ägypten zu reden. Ich frage mich dann, erlauben Sie mir diese rhetorische Wolte, warum hat Siemens ein Government Affairs Department, wenn es sich nicht geeignet und kompetent fühlt, dann genau zu diesen Fragen, nämlich Government und Regierungsbezüge dann auch in diesem Kontext mit uns zu sprechen. Wir bedauern das sehr, dass wir uns nur Absagen eingehandelt haben, weil für uns und zu unserem Stil gehört schon eben auch mit denen, auch die wir kritisieren, zu reden. Sie sind nicht da. Ich freue mich natürlich über alle drei, die heute Abend hier sind. Wir werden uns auf jeden Fall der politischen Analyse und der wirtschaftlichen Kooperation zuwenden. Und noch ein Satz in eigener Sache. Wir haben viele, viele Jahre als Heinrich-Böll-Stiftung in Ägypten mit Partnerinnen und Partnern gearbeitet. Wir haben diese Projektarbeit in diesem Jahr eingestellt, einfach weil die Gefährdungen und der Schutz unserer Partnerinnen nicht mehr zu gewährleisten war. Sie wissen, dass die, die sich kritisch zum Regime äußern, mit Repression und Restriktion zu tun haben und wir eben diese Gefährdungen nicht mehr mitverantworten wollten und konnten und es auch eng mit unseren Partnerinnen abgesprochen haben. Wir haben auch auf eine Einladung ägyptischer Vertreterinnen, Aktivistinnen und Analystinnen und Analysten hier auf dem Podium verzichtet, aus dem gleichen Grund, weil die Erfahrung eben ist, dass alle, die sich zu Ägypten auch im Ausland kritisch äußern, nicht davor geschützt sind, eben genau solche Repressionen oder Restriktionen zu erleben. Ich will Ihnen aber nun endlich die Gäste vorstellen, mit denen wir heute Abend das Thema Ägypten am Abgrund diskutieren wollen. Und ich möchte alle drei in der Reihe, wie sie gleich auch präsentieren werden und einführen werden, zu unserem Thema vorstellen. Ich möchte ganz, ganz herzlich zu meiner Linken Isander El Amrani begrüßen. Isander ist seit 2013 Nordafrika-Direktor der International Crisis Group, für die er bereits von 2007 bis 2009 in Kairo gearbeitet hat. Isander El Amrani kennt Ägypten sehr, sehr gut, lebt in Marokko aktuell und schreibt eben nicht nur für International Crisis Group
die wichtigen Hintergrundberichte, sondern er ist auch Gründer des Blogs The Arabist. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ganz, ganz herzlich willkommen. Ganz herzlich begrüßen möchte ich und vor allem mich auch fürs kurzfristige Einspringen nochmal bedanken, möchte ich mich bei Hélène Michoud. Hélène Michoud ist Forscherin und Beraterin und hat sich auf europäische Außenpolitik im Nahen Osten, auf Migrationspolitik, auf Menschenrechtspolitik vor allem konzentriert. Und sie hat, bevor sie sich selbstständig gemacht hat, sich lange, lange und schon immer intensiv mit der MENA-Region beschäftigt, arbeitet unter anderem auch für Thinktanks wie dem European Council on Foreign Relations, und das wird uns heute Abend hier vor allem auch beschäftigen. Sie hat im Auftrag von Euromed Rights 2016, also in diesem Jahr, eine Studie zu den bilateralen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Ägypten erstellt. Darüber werden wir auf jeden Fall gleich auch reden. Warm welcome, thank you for joining us tonight, Hélène. Ja, und ganz herzlich begrüßen möchte ich Dr. Franziska Brandner. Why not? Sie ist seit 2013 Mitglied im Deutschen Bundestag, dort Sprecherin für Kinder- und Familienpolitik der Grünen Bundestagsfraktion. Sie ist aber auch Vorsitzende des Unterausschusses für zivile Konfliktprävention und Konfliktbearbeitung sowie stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Viel in die Region gereist. Bevor Franziska Mitglied des Deutschen Bundestags wurde, war sie 4 Jahre Mitglied im Europäischen Parlament als Abgeordnete und war dort außenpolitische Sprecherin der Grünen Europafraktion und eine, wie ich finde, auch hier in Deutschland wunderbare Unterstützung im Bundestag, wenn es darum geht, kritische Fragen an die Bundesregierung zu richten und überhaupt sich mit der Menschenrechts-, der politischen und der Sicherheitssituation im Nahen Osten, auch in den anderen Ländern, die hier immer wieder Thema sind, wie Syrien unter anderem, einbringt. Ich freue mich auf eine muntere Diskussion. Ich sagte, wir werden versuchen, in mehreren Runden verschiedene Themen anzusprechen. Wir steigen jetzt ein mit Isander zur politischen Situation. Wir möchten gerne wissen, wie stabil Sie die Situation in Ägypten einschätzen. Ist dieses Land stabil? Trägt Al-Sisi nicht eher zur Instabilität als zur Stabilität bei? Wie schätzen Sie auch die wirtschaftliche Situation ein in einer ersten Runde? Floor is yours. Thank you very much for your... Herzlichen Dank. Nun, wenn es um die Stabilität in der Region geht, das ist ein ganz relevantes Thema. Ägypten ist natürlich sehr viel stabiler als Syrien, der Jemen oder Libyen. Weniger stabil als Saudi-Arabien. Es ist ein Land, das traumatisiert ist. Und für mich ist das Bild nicht so einfach. Es ist nicht schwarz-weiß zu zeichnen, als Al-Sisi ist ein Diktator und das war's. Es gab über viele Jahre hinweg viele Probleme, die er auch geerbt hat von Mubarak, die Mubarak wiederum von Nasser und anderen geerbt hatte. Und womit sich Ägypten herumschlägt, das ist nicht nur das Resultat dessen, was die Muslimbrüder getan haben oder was Al-Sisi in den letzten 3 Jahren getan hat oder was Mubarak gemacht hat. Es ist tatsächlich ein ganzes Paket an Herausforderungen, das für jedes Land große Schwierigkeiten bereiten würde. Al-Sisis Reiz und ich denke auch der Grund, warum die Menschen immer noch hinter ihm stehen, ihn für einen Retter halten, ist, weil sie eben gegen die Muslimbrüder waren 2013 und das Gefühl hatten, dass das Land wirklich einen Retter braucht, der das Land wieder vereint, der Ruhe ins Land bringt und der wirklich diese Sorgen nach dem Jahr 2011 beiseite schieben würde, wo Ägypten noch wirklich chronisch instabil war. Es gab große Unruhe, Sorgen, man wusste nicht, wohin die Wirtschaft geht. Es gab Sorgen in Bezug auf
die Intoleranz gegenüber ultrakonservativen Gruppen, vieles davon möglicherweise auch ermutigt von den Muslimbrüdern. Und nicht nur in Ägypten, sondern in der ganzen Region gab es eine gewisse Unruhe oder eine Angst, dass man nicht dahin kommen wollte, wo Syrien heute ist. Und das hat viele Ägypter dazu gebracht, El-Sisi zu unterstützen. Man muss also die psychologische Seite des Ganzen verstehen und eben auch die Beziehung zwischen El-Sisi und den Militärs, die ihn unterstützt haben, verstehen. Aus ihrer Perspektive war es so, dass das Land wirklich mit dem Rücken zur Wand stand und jemand musste da die Verantwortung übernehmen. Und die Zivilisten waren nicht in der Lage, das zu tun. Man brauchte also einen starken Mann. Das kommt immer wieder in der ägyptischen Geschichte vor. Und ich denke, mit diesem Hintergrund oder mit diesem Vorbehalt kann man sagen, das waren alles keine einfachen Entscheidungen, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind. Was die wirtschaftliche Vision angeht, das ist sicherlich noch gefährlicher, als es früher war. Die Wirtschaft, wir haben schon über die Menschenrechtslage gesprochen, das ist ganz schrecklich. Und das ist bestimmt schlimmer, als es in den letzten Jahrzehnten je gewesen ist in Ägypten. Aber heute ist die Wirtschaft für viele Menschen vielleicht noch wichtiger. Denn es geht ja nicht nur hier um politische Aktivisten oder Muslimbrüder oder andere Angehörige von bestimmten Gruppen, sondern es sind die Millionen von Ägyptern, die einfach sich schwer damit tun, ihr tägliches Überleben zu sichern. Und auf dem Schwarzmarkt wird das ägyptische Pfund mit 15 Pfund statt mit 10 gehandelt. Man hat eine sehr hohe Inflation, hatten wir über die letzten Jahre. Es gibt einen Mangel an Lebensmitteln, die sehr wichtig sind für Ägypter. Und auch mit viel Hilfe von außen, aus dem Ausland, hat El-Sisi wirklich Schwierigkeiten, den Haushalt auszugleichen. Das Defizit für das nächste Jahr wurde auf 12% statt auf 8% festgelegt. Ägypten kämpft immer wieder, ausländische Devisen wirklich zu halten. Wenn ich mit Ägyptern spreche, insbesondere mit denen aus der sogenannten Geschäftselite, dann ist ihre Hauptsorge eigentlich das Fehlen einer wirtschaftlichen Vision. Wird das ein sozialistisches Land? Wird das eine Art Wohlfahrtsstaat? Wird das ein liberaler Staat? Pro-Business? Wird die Rolle des Staates eher wichtiger werden? Manche denken, es ist ein bisschen von allem, aber es gibt kein Gesamtbild, kein klares Bild dessen, wohin das Land gehen wird. Und es scheint, dass das Land sich so von Krise zu Krise hangelt. Es springt so von Notfall zu Notfall und befasst sich immer nur mit dem, was gerade am allerdringendsten ist, weil man ja zum Beispiel eine Brotverteilungskrise hat. Jetzt haben wir gerade die Zuckerkrise oder eine Benzinkrise. Man muss sicherstellen, dass genügend Geld in der Zentralbank ist, dass genügend Dollars irgendwo im Bankensektor vorhanden sind und so weiter und so fort. Aber dabei vernachlässigt man das Wichtige, nämlich die langfristige Perspektive. Und die fundamentalen Fragen für die nächsten Generationen, Gesundheit, Bildung, das sind die Themen, die eben nicht angesprochen werden. Und auch der Dienstleistungssektor. Und ich denke, was auch wirklich auffällig ist, selbst innerhalb der Elite des Landes, und das sind Menschen, die die Entfernung von Morsi unterstützten, nicht alle natürlich, aber viele von ihnen wollten wirklich, dass El-Sisi Präsident wurde, haben auch das Militär als stabilisierende Kraft unterstützt, aber selbst die beginnen jetzt langsam etwas panisch zu werden. Die fragen sich, wo geht das hin? Was werden wir, als Geschäftsmann wird man sagen, wie komme ich an die Dollars, die ich brauche, um Maschinen, die ich brauche, zu importieren, zu exportieren, wie wird mein
Geschäft überleben, mein Unternehmen in dieser Atmosphäre. Und da geht es noch gar nicht um politische Themen oder um Menschenrechtsthemen. Es ist eine Realität, die wir akzeptieren müssen, ist, dass es in vielen Bereichen der ägyptischen Öffentlichkeit eine Art Vorstellung eines Handels gab. Das hat El-Sisi auch ganz offen gesagt in seiner Kampagne. Er sagte, ja, ihr müsst mir ein paar Jahre geben, bis ich die Situation unter Kontrolle habe, dann werde ich das Land wieder auf die Beine stellen. Und in diesen paar Jahren wird das Ganze nicht so gut laufen, es wird schwer sein. Aber das sagt er jetzt seit 3 Jahren. Und am Anfang hat er vielleicht gesagt, gib mir mal 2 Jahre. Und das war recht unrealistisch. Aber wir sehen halt immer noch keine Vision, wo das Land hingehen soll, wo er das Land hinführen möchte. Das Land hangelt sich von Krise zu Krise und politischer Raum ist nach 2011 und nach 2013 wieder extrem zurückgegangen. Und es waren nicht nur die Islamisten, die darunter gelitten haben, sondern vielen wurde da der politische Raum entzogen oder verwehrt. Die jungen Revolutionäre zum Beispiel, viele haben sich mit denen identifiziert, 2011. Es gibt den Gedanken, dass es sehr wenige Entscheidungsträger um El-Sisi gibt, dass die aber auch nicht, dass die beratungsresistent sind gegenüber Experten von außen. Und ich denke, ja, wenn man Fragen stellt, wie ist dieses Land stabil? Nun, ich denke, das kann auch eine Weile so weitermachen. Wir sollten uns jetzt nicht der Illusion hingeben. Ich denke, es gibt so eine Art pervertiertes Wishful Thinking, dass man denkt, man wünscht sich fast, dass das Land zusammenbricht. Aber das wäre natürlich ganz schrecklich. Was passieren muss, ist, dass man diesen Kollaps vermeidet. Den wirtschaftlichen, den politischen Kollaps vermeidet. Und dass man einen Aufstand vermeidet wie in den späten 70er Jahren zum Beispiel, das ist nicht nur wichtig für die Ägypter, sondern für die ganze Welt. Und die Frage ist nun, wie kann Ägypten wieder aufs richtige Gleis zurückfinden? Momentan geht Ägypten nicht in die richtige Richtung. Und das wird sich nicht ganz plötzlich ändern und eine wunderbare Demokratie werden über Nacht. Oder manche sagen ja auch, El-Sisi wird morgen zurücktreten und sagen, ich habe es nicht geschafft, lassen wir es jemand anders probieren. Das ist sicherlich nicht sehr wahrscheinlich. So wird das nicht passieren. Und die große Herausforderung ist oder wird sein, und das wird vielleicht auch das Thema des heutigen Abends sein, ist die Frage, wie kann man Anreize schaffen für einen repressiven Staat, für den Rückgang eines repressiven Staates, für das Aufkommen eines weniger repressiven Staates, eines konstruktiven Staates. Und es gibt natürlich viele Menschen, die wirklich sehr hart dafür arbeiten, die Situation in ihrem Land zu verbessern. Wo sollten denn diese Anreize herkommen? Sie sagen, dass nur ein paar Menschen der Elite des inneren Machtzirkels nicht zuhören. Aber wo sollten dann diese Anreize herkommen, wenn die nicht zuhören? Was denken Sie? Nun, ich denke, die kommen aus verschiedenen Richtungen. Zum einen, ganz wichtig, werden das öffentliche Reaktionen sein. Und ich denke, man muss auf die Stimme des Volkes hören. Und da wird es sicherlich Veränderungen geben. Nicht unbedingt in die richtige Richtung, aber in eine populäre Richtung. Und es ist etwas wichtig, das sind die Lektionen aus dem Jahr 2011. Es gibt ja einen Grund für den Erfolg von El-Sisi. Ein Grund des Erfolgs ist sicherlich, dass er zum Beispiel die Stromversorgung wiederhergestellt hat, nachdem es immer wieder zu Stromausfällen gab. Und da hat der Staat sicherlich ein Problem identifiziert, das also ganz wichtig war, dass politische Stabilität kreieren konnte. Und da wurde viel Geld ausgegeben, um das zu verbessern.
Sisi hat auch etwas getan für die Armen in Ägypten, hat einige Reformen implementiert. Jetzt haben wir eher eine Krise. Nun, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber ich denke, es ist vor allem eine Krise, die die Mittelschicht betrifft, die vielleicht auch ihre Kinder ins Ausland schicken zum Studium und so weiter. Diese Anreize könnten natürlich aus dieser Vorstellung More for More kommen, die es seit 2011 gibt. Konditionalität ist etwas, das die ägyptischen Regierungen eigentlich nie so wirklich wahrgenommen haben. Und wenn wir uns ein paar historische Unterstützer Ägyptens anschauen, zum Beispiel die Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten geben immer noch 1,3 Milliarden Dollar an militärischer Unterstützung pro Jahr an Ägypten. Saudi-Arabien liefert Kraftstoff und in den letzten 2 bis 3 Jahren 20 Milliarden Dollar an Unterstützung gegeben. Diese Bündnispartner haben Probleme mit dem Sisi-Regime, aber schaffen es doch nicht, ihre Unterstützung einzustellen, denn es ist ein Land, das, oder sagen wir es anders, dass der Erfolg des Regimes ist immer noch weniger schrecklich als die Alternative zu el-Sisi, nämlich ein Kollaps. Und man hat eben Angst vor einem kollabierenden Staat, vor einem Zusammenbruch, vor einem Staatszerfall. Und das ist dann eine Entschuldigung dafür, nichts zu tun. Und ich denke, ob es nun Länder wie Saudi-Arabien sind oder die Europäische Union oder Amerika, die Konversation zum Thema Ägypten wandelt sich. Man hat nach wie vor diese Idee, man hat eine Grenze zu Israel, es ist das größte arabische Land, was die Bevölkerung angeht. Und da ist der Suezkanal. Und deswegen hat man immer gedacht, aufgrund dieser ganzen Besonderheiten wird nie jemand irgendwas gegen Ägypten tun. Man muss aus diesen Gründen immer gute Beziehungen zu Ägypten aufrechterhalten. Aber der Umgang mit Ägypten verändert sich. Und das sehen wir zum Beispiel ganz klar in den USA, wo es viele Vorschläge gibt, wo es viele Empfehlungen gibt. Vielleicht werden die vom nächsten Präsidenten implementiert. Nun, man soll ja keine Entwicklungszusammenarbeit unterbrechen, aber vielleicht sollte das Ganze, Hilfe sollte konstruktiver gegeben werden. Wir haben weiterhin Sicherheitsinteressen in Ägypten zum Beispiel. Isander, wir werden da später nochmal drauf zurückkommen. Was können andere Länder tun, um Anreize zu schaffen? Da würde ich gerne in der zweiten Runde nochmal drauf zurückkommen. Jetzt würde ich gerne Hélène und Franziska mit in die Diskussion bringen. Wie sehen Sie die politische und wirtschaftliche Situation? Stimmen Sie Isander zu oder würden Sie noch etwas hinzufügen oder würden Sie ihm widersprechen? Wie sieht das aus? Also ich warte auf die zweite Runde und spreche dann. Gut, Franziska, du kennst die Situation, das heißt, du hast das Wort. Ja, zunächst einmal vielen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung, dass sie diese Veranstaltung organisiert. Das ist mutig. Und ich denke, dass es ein guter Schritt ist. Ich glaube, wir hatten aufgemacht, gehabt, auf Deutsch zu sprechen. Ich möchte nochmal dabei anfangen, wo Sie ja auch angefangen haben, al-Sisi hat ja auch viele Probleme sozusagen geerbt. Ich war eine derjenigen, die auch Mursis Regieren stark kritisiert hat und immer wieder angemahnt hat, dass auch die europäischen Regierungen dort kritischer hinschauen müssen. Es gibt einige im Raum, die sich noch daran erinnern, dass ich es falsch fand, da ein halbes Auge zuzumachen.
sondern dass auch da viel schief lief. Und das für mich immer noch sehr Traurige und was ich auch nicht wirklich nachvollziehen kann, ist, dass viele derjenigen, die ja damals mit auf die Straße gegangen sind, die ja sich durchaus für eine Veränderung eingesetzt haben, leider heute auch alle im Gefängnis sind. Also es sind ja nicht unbedingt diejenigen, die von Anfang an gegen Al-Sisi waren, die im Gefängnis nur sitzen, die sind auch dort, aber auch viele derjenigen, die damals auch gesagt haben, wir stehen auch dahinter, die Vertrauen und Hoffnung ins Militär hatten, wie sie gesagt hatten, und viele von denen sind aber heute eben genauso betroffen von Verfolgung, von ja, Haftstrafen ohne jegliche Verurteilung, von Folter, von willkürlichen mittlerweile Einfrieren von privaten Vermögen. Also es hat ja mittlerweile Dimensionen angenommen, die man sich auch nicht hat vorstellen können. Von daher, ja, geerbte Probleme, sind sie richtig angegangen worden? Ich glaube ja auch, dass man nicht so klar sagen kann, hier ist die wirtschaftliche Situation und da ist die Menschenrechtssituation. Für mich hängt es zusammen. Ja, wenn Sie eine dynamische also Entwicklung wollen, auch eine wirtschaftliche dynamische Entwicklung, dann brauchen Sie junge Menschen, die auch bereit sind, ein bisschen weiterzudenken, die bereit sind, was in die Hand zu nehmen, vielleicht auch mal ein bisschen anders zu denken. Es ist gerade in Ägypten kein Klima, das das fördert. Und ich glaube, dass auf der anderen Seite Ägypten nicht China ist, was sich das leisten kann, nicht so einen Raum zu haben. Und da ist die Verknüpfung, ja, zwischen auch Rechtsstaat und wirtschaftlicher Potenzial in dem Land. Weil es gibt ja unglaublich viele kluge, tolle Menschen in Ägypten, die so viel aus dem Land auch machen wollen, die ja selber ambitioniert sind und immer wieder selber dann an die Grenzen stoßen. Wirtschaftlich würde ich sagen, würde ich zustimmen. Es ist immer alarmierend in Ägypten. Es gibt ja immer die Phasen. Aber ich finde es auch gerade noch alarmierender als sonst. Also die Wechselkurse wurden angesprochen, die Reserven. Jetzt kann man darüber spekulieren, warum Saudi-Arabien die Lieferungen eingestellt hat. Spekulation ist, weil Ägypten im Sicherheitsrat mit Russland, also sozusagen nicht mit der saudi-arabischen Resolution gestimmt hat. Kann man darüber spekulieren, warum, aber auf jeden Fall ist das auch eine Geld, zumindest da versiegt auch etwas an wirtschaftlichen Strömen. Und eben andererseits die ungelöste Frage, wohin soll denn dieses Land wirtschaftlich gehen? Sind es Riesengroßprojekte oder ist es Gesundheit und Bildung? Ja, und ich glaube, Gesundheit und Bildung. Und ich glaube, viele Ägypter glauben, es wäre Gesundheit und Bildung. Und da aber eben überhaupt nicht genügend läuft. So, von daher, das ist katastrophal. Der IWF mahnt ja selber und sagt, wir müssen jetzt diesen Deal auch zum Abschluss bringen. Jetzt kann man viel über die Konditionalitäten des IWF diskutieren. Ich glaube, es wäre sinnvoller, andere Konditionalitäten zu setzen oder zumindest in der aktuellen Situation. Und natürlich bei der politischen Situation finde ich es so, dass wir, also ich, alle Menschen, die vor ein, zwei Jahren noch gedacht haben, naja, es wird irgendwie besser. Es gab ja wirklich viele, die gesagt haben, ach, das wird irgendwann besser. In einem Jahr, Franziska, wirst du sehen, wird es wieder besser. Die gab es ja wirklich. Die sagen auch mittlerweile, nee, es wird nicht besser. Und ich glaube, das ist das, wo ich so den Gradmesser, das Gefühl habe, der Platz für Menschenrechtsaktivisten ist so gering geworden. Und selbst die Etabliertesten sind so stark mittlerweile verfolgt, dass man auch schon gar nicht mehr weiß, wo man irgendwie anfangen soll. Und zu Deutschland, ich finde das auch echt, wenn man denkt, dass wir immer noch nicht das Problem der Stiftung gelöst haben, das wurde, können wir noch dazu, aber das sind ja all solche die Fragen, wo sich ja nichts verbessert hat, obwohl es ja auf höchster Ebene versprochen wurde. Mich würde jetzt noch mal zum Abschluss zu dieser Runde auch von Isander interessieren, wo kriegt denn das Regime überhaupt noch Legitimation her, wenn es wirtschaftlich die Grundbedürfnisse der Bevölkerung kaum bedient, die Situation, dass das Land ja auch von Terroranschlägen bedroht ist und den halben Sinai nicht mehr unter Kontrolle hat.
Was bedeutet das? Also ich finde schon nochmal mit auch aufs Territorium Sinai, inklusive Sinai, wo kommt die Legitimation für dieses Land her, für dieses Regime her? Nun, es gibt unterschiedliche Quellen für Legitimität und ich denke, einige sind positiv und andere sind negativ zu betrachten. Die negativen Arten der Legitimität stammen aus dem Mangel nach Alternative. Es gibt keine Alternative. Nun, es sollte eine geben, aber es gibt sie nicht. Und dann gibt es dieses Gespür unter vielen Menschen, dass das Land in einem historisch verwundbaren Moment sich befindet. Nicht nur aufgrund dessen, was im Land passiert. Sie haben den Sinai angesprochen. Der Sinai ist die Exemplifizierung eines Problems, das sich schon lange entwickelt hat und das sich jetzt zeigt. Es gibt Terrorgruppen, es gibt terroristische Aufstände im Norden des Sinais und das ist schwierig für die ägyptische Armee, hier entsprechend Kontrolle zu behalten. Der Konflikt konnte noch nicht beendet werden. Also das ist normalerweise eine Herausforderung für jeden Staat. Also ja, das hängt zusammen mit der Krise aus dem Jahr 2013 und dem Sturz von Morsi. Aber das ist auch etwas, was mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt zu tun hat. Viele Entwicklungen rühren aus dieser Seite her und das schon lange. Das Problem für Ägypten ist diese Krise im Sinai. Alles passiert gleichzeitig in einer Region, die wirklich von unterschiedlichsten Krisen geschüttelt ist. Und das ist ein Faktor. Die Menschen sagen, oh Mann, das ist jetzt nicht die Zeit, wo man wirklich Wandel bewirken kann. Ich habe das Gefühl, dass uns die Zeit davonläuft. Und nicht nur anekdotisch, sondern sogar bei den Umfragen sieht man, dass al-Sisis Popularität bei 80-90% lag. Heute ist sie bei 68%. Das ist immer noch relativ hoch, aber es gibt einen entsprechenden Trend. Es gibt Kritik, weniger Kritik in den Zeitungen. Es gibt diese Ungeduld. Menschen spüren, dass viele schlechte Entscheidungen getroffen worden sind in der Vergangenheit. Das heißt, die Legitimität, die Sisi braucht, er hat sich ja als Retter dargestellt, er ist der Retter, der auf dem Pferd kommt wie Napoleon, aber diese Legitimität schwindet. Und was bleibt ist, denke ich, teilweise das Ergebnis einer bestimmten Propaganda, aber es ist auch das Ergebnis dessen, was viele Ägypter fühlen, dass die Armee nämlich der Garant ist für Sicherheit am Ende des Tages. Und ohne die Armee fällt der Staat auseinander. Ob das stimmt oder nicht, ist dahingestellt, aber das ist eine sehr starke Empfindung. Was nicht da ist, ist eine positive Legitimität. Wir arbeiten natürlich an einem entsprechenden Projekt. Wir versuchen, eine offene Gesellschaft zu schaffen, damit unsere Kinder eine Zukunft haben. Der Diskurs ist da, aber die Realität sieht anders aus. Und was überraschend ist, ist, dass es nicht so ist, dass Sisi sich den Problemen nicht stellt. Nein, er weiß genau von vielen der Problemen. Er möchte diese Probleme meistern und Herausforderungen meistern. Er spricht regelmäßig darüber. Er hat natürlich wirklich furchtbare Dinge geerbt. Der Staat ist an einem grauenhaften Zustand. Seine Lösung ist, nun, die Armee löst das alles. Die Armee bekommt also die volle Kontrolle. Die Minister werden teilweise oder die Generäle werden von Ministern ernannt und so weiter. Also, er sagt, ich brauche Ratschläge von außen. Oder sagt das nicht, das sollte er sagen. Und das fehlt noch. Und deshalb ist es so wichtig, dass das Land sich öffnet und dass es Transparenz gibt. Es kann nicht nur einen Mann geben, der eine Entscheidung für das Land trifft und die Zukunft des Landes in den Händen hält.
Nun, schlussendlich würde ich anmerken, dass es etwas Bedauernswertes gibt. Sisi, und das hat er letzte Woche erst wieder gesagt in einem Treffen mit der Jugend, er hat gesagt, ich werde die politischen Gefangenen freilassen. Das hat er einmal gemacht im September. Ja, aus Anlass der UN-Generalversammlung, da hat er dieses Versprechen immer wiederholt. Das war etwas, das wichtig war für sein Image, insbesondere im Westen. Aber er hat dieses Versprechen nur sehr langsam eingelöst. Einige politische Gefangene sind freigelassen worden, aber es gab nicht diese große vertrauensbildende Maßnahme oder Geste. Das heißt, man kann dieses Problem nicht von einem Mann lösen lassen. Das verstehen die Menschen jetzt. Es gibt jetzt das Gespür und Gefühl dafür, dass ein Mann dieses Problem alleine nicht lösen kann. Helen, jetzt stelle ich meine Frage auf Deutsch, wenn das okay ist. Ja, wir wollen jetzt uns, ich weiß, die Zeit ist zu kurz, Sie kommen auch ganz bestimmt mit Ihren vielen Fragen dran. Wir wollen uns jetzt aber im zweiten Block eben noch mal etwas genauer Motive und Interessen europäischer Regierungen anschauen. Sie haben ich habe es schon in der Einleitung gesagt, im Auftrag von Euromed Rights eine Studie zu den bilateralen Beziehungen der EU zu Ägypten gemacht und dabei einen besonderen Fokus gelegt auf Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Uns interessiert einfach, welche Erfahrungen und welche Hauptpunkte Sie herausgefunden haben in Ihren Gesprächen. Sie haben auch mit politischen deutschen Entscheidungsträgern gesprochen. Und was ist die Motivlage gegenüber Ägypten in der Weise zu kooperieren, wie wir es tun, wie ich auch in der Einleitung gesagt habe, doch auch viel im Kontext von Sicherheitspartnerschaft oder ökonomische Großprojekte, die ja auch bedient werden von der EU. Sagen Sie uns bitte, was Ihre Erkenntnisse waren in dieser Studie. Hello? Yep. Hallo. Ganz herzlichen Dank, Barbara. Herzlichen Dank an die Böll-Stiftung für die Einladung, an Sie alle, dass Sie im Regen hierher gekommen sind. Sie hätten bestimmt auch Schöneres zu Hause machen können. Die Studie, die Barbara erwähnt hat, war also eine Studie für Euromed Rights. Das ist eine Organisation mit Sitz in Brüssel und es ging um die Menschenrechtsversprechungen der EU und insbesondere von drei Mitgliedstaaten in den Beziehungen mit Ägypten. Wir haben Feldarbeit gemacht in Kairo, in Brüssel, in Berlin, Paris und London und verschiedene Interviews mit Menschenrechtsaktivisten und auch Regierungsentscheidungsträgern und anderen. Ganz kurz eine Einführung. Isander hat das vorhin und auch Franziska haben das schon angesprochen, aber ich denke, ein Bild sagt ja manchmal mehr als 1000 Worte. Als Einführung ganz kurz. Die Situation in Ägypten, was von der Zivilgesellschaft übrig geblieben ist, nach einem Crackdown in den letzten 2 bis 3 Jahren, da ist es so, dass wir einen wirklich sehr eingeschränkten Raum haben. Es gibt Konten werden eingefroren, die Menschen dürfen nicht mehr frei reisen. Die Aktivitäten von Menschenrechtsaktivisten werden also stark eingeschränkt, sie werden kritisiert. Und die EU-Mitgliedstaaten haben Ägypten nicht so sehr auf dem Radar. Es wird oft zugunsten von größeren Geschichten, Flüchtlingen, Syrien, zur Seite geschoben und dementsprechend ist es sehr schwierig, da für die Verteidigung der Menschenrechte in Ägypten Advocacy-Arbeit zu betreiben. Vielleicht können wir da später in einer dritten Runde nochmal über Advocacy sprechen, über die Verteidigung von Menschenrechten, von Menschenrechtsorganisationen. Ganz kurz nochmal die Politik, ganz kurz der 3 Mitgliedstaaten.
Gut, okay, dann werde ich die rechtlichen und die finanziellen Rahmenbedingungen zwischen EU und Ägypten, das werden wir uns jetzt sparen. Ich werde mir also gleich ein paar Case Studies anschauen. Alle drei Schwergewichte in der EU haben einige Eigenschaften gemeinsam, die nicht sehr schmeichelhaft sind. Es wurde ja von beiden anderen schon angesprochen, dass es hier um jeden Preis darum geht, die Kooperation mit Ägypten aufrecht zu erhalten, auch wenn es zum Beispiel wirtschaftlich gesehen ein nicht sehr gutes Investitionsklima gibt. Es gibt eine sogenannte stille Diplomatie, statt dass man ein öffentliches Naming und Shaming betreiben würde. Man versucht, die Beziehungen zu normalisieren, auch wenn das 2013 kurz in Frage gestellt wurde, nach dem Putsch, nach dem Massaker. Da wurden einige Beziehungen mal eingefroren, einige Vertragsunterzeichnungen wurden verschoben, aber jetzt sind die Beziehungen wieder normalisiert. Isander hat das vorhin auch schon angesprochen und das zeigt auch wieder, dass wir unsere Lektionen eben nicht gelernt haben in der Vergangenheit. Und warum habe ich diese drei Studien hier aufgeführt in Großbritannien? Hier haben wir ein wunderschönes Bild vom Foreign and Commonwealth Office. Die wollen also zeigen, dass Menschenrechte und Demokratie ganz wichtig sind auf ihrer Agenda. Aber es gibt tatsächlich eine Depriorisierung von Menschenrechten, die werden also weniger wichtig gemacht. Insgesamt wird mit dem Brexit natürlich alles andere irgendwie auf die Hinterbank geschoben und erstmal müssen wir also das Chaos des Brexit lösen. Auch Cameron war der Meinung, dass Menschenrechtsproblematiken hinten anstehen mussten und wirtschaftliche Beziehungen in den Vordergrund gerückt werden mussten. Philip Hammond, der frühere Außenminister, hat ebenfalls einiges an Zielen, die er bereits von seinem Vorgänger übernommen hatte, nicht weiterverfolgt. Und die Untersuchung der Muslimbrüder, der Cameron auch zugestimmt hatte, ist nicht viel an Taten gefolgt. Die Parlamente werden aber immer aufmerksamer hier. Da ging es vor allem um Waffenexporte. Und ich benenne das Ganze mal so eine Art Gesichtswahrungsmaßnahme hier. Es gibt eine gemeinsame DFID-FCO-Partnerschaft. Es gibt eine Magna Carta für Menschenrechte. Es gibt einen Punkt, den ich ganz wichtig finde. Alle NGOs, die diesen Magna Carta-Fonds nutzen wollen, müssen also in ihrem eigenen Land ihren Hauptsitz haben. Aber in Ägypten haben viele momentan das Problem, dass sie sich gar nicht dort registrieren können oder wollen. Was Waffenexporte angeht, so ist es so, dass 2013 kurzfristig Waffenexporte gestoppt wurden aus London, aus Großbritannien. Das Ganze wurde dann aber recht schnell wieder aufgenommen. Es gab durch CAT auch eine Gerichtsentscheidung. Moment, jetzt müssen wir hier ein bisschen schneller machen. London ist auch der Ort der Waffenschau, der Rüstungsmesse DSI. Und hier haben wir nochmal einen Karton von Hollande. Das hier ist ein Realpolitik-Ansatz. 2015 gab es die öffentliche Meinung, die das Ganze unterstützte. Hollandes Engagement mit Autokraten wird immer wieder kritisiert, zum Beispiel seine Beziehung zu einem saudischen Prinzen. Meine Interviews haben auch gezeigt, dass sehr oft gesagt wird, dass Ägypten und Frankreich ähnliche Probleme haben, nämlich den Terrorismus zu bekämpfen. Und das unterstützt natürlich die Regime-Narrative in Kairo.
Und wenn wir uns die Opposition in Frankreich anschauen, dann ist es so, dass weder der Front National noch andere wirklich viel gewinnen, wenn sie Hollande kritisieren für seine Beziehungen mit Ägypten. Und es wird hauptsächlich, die Kooperation ist hauptsächlich technischer Natur, Infrastrukturprojekte wie die Metro in Kairo oder Bewässerungsprojekte etc. Sie wissen sicherlich auch, dass Waffen- und Rüstungsexporte, Verkauf von Jets, von Tornados etc. weiter nach vorne gebracht werden. Und es gibt auch sehr viel finanzielle Unterstützung, Kredite, Darlehen von Frankreich an Ägypten zu diesem Zweck. Jetzt gehen wir mal nach Deutschland. Hier haben wir Frau Merkel. Und als sie sagt, ich verspreche, nächstes Mal reden wir über Demokratie. Und Frau Merkel sagt dann nochmal, oh Moment, aber er fliegt schon davon. Ja, wir hatten mal ganz kurz diesen Besuch von Sisi in Berlin. Aber abgesehen davon ist Ägypten eigentlich kaum auf dem deutschen Radar. Wir haben es ja schon gehört, Syrien spielt hier gerade eine wichtigere Rolle. Aber das Ganze ist sehr stark auf höchster Ebene entschieden. Es ist wirklich eine Angelegenheit des Bundeskanzleramts. Wir werden ja später nochmal über Advocacy sprechen. Also mit den anderen Schwergewichten zusammen hat auch Deutschland es versäumt, hier wirklich Hebelwirkungen zu nutzen, auch bevor die sogenannte Roadmap erstellt wurde. Ganz egal, was wir von der Roadmap halten, es gibt ein breites Spektrum zwischen einem kompletten Boykott Ägyptens und einer Normalisierung der Beziehungen. Und auch hier waren die Opposition, die Linke, Bündnis 90, die Grünen sehr proaktiv. Ich sage das nicht nur, weil ich hier bin natürlich, aber auch hier gab es ganz genaue Prüfungen, vor allem seitens der Opposition. Und vielleicht kann uns Franziska noch ein bisschen mehr dazu erzählen, über das, was hier in Berlin passiert ist. Einige haben mir erzählt, dass es sehr schwierig war, dass den Außenausschuss wirklich voll zu kriegen und dass man vielleicht jüngere Parlamentarier hier mit an Bord holen sollte. Ja, ich bin fast fertig. Was Entwicklungszusammenarbeit angeht, da hat Deutschland sehr stark betroffen gewesen vom Clampdown, was NGOs anging. Deutschland war sehr stark betroffen. Es gibt Stiftungen, die immer noch vor Ort sind, die sagen aber, dass sie immer vorsichtiger sein müssen, welche Programme sie finanzieren und wie sie arbeiten. Was bilaterale Kooperation angeht, da gibt es die sogenannte Transformationspartnerschaft, in die das Ganze verpackt ist. Das ist eine Art Normalisierung der Beziehungen und so wird das zumindest von Ägypten aus gesehen. Auf technischer Ebene gibt es sehr große Darlehen für zum Beispiel Projekte im Bereich Wassermanagement oder Abfallentsorgung. Deutschland hat den Innenminister zur Unterzeichnung eines Sicherheitsabkommens geschickt. Da habe ich keine Details darüber gefunden, aber vielleicht weiß Franziska dazu mehr. 2016 ist auch das Jahr, in dem zwei U-Boote aus Kiel nach Ägypten geschickt werden. Die wurden 2014 für eine Million Dollar an Ägypten verkauft. Tut mir leid, dass ich jetzt hier Druck ausübe, aber wir haben wirklich keine Zeit mehr. Ganz herzlichen Dank für die Präsentation. Und ich gehe in der Tat sofort zu Franziska. Du bist ja ziemlich involviert in dem, was ihr auch herauszufinden versucht, was eigentlich die Kooperationen Deutschlands sind. Darauf werden wir uns jetzt konzentrieren. Bitte einfach deinen Einblick darüber, wie Deutschland mit Al-Sisi die Kooperation militärisch, politisch, migrationspolitisch und so weiter versucht zu verstärken und was das im Detail aus deiner Sicht heißt. Ich glaube, das Wichtigste voranzustellen ist für mich, dass ich eben nicht den Eindruck habe, dass es über diese Gebiete hinweg einen kohärenten Ansatz gäbe. Also, dass man sagen, wenn mich jemand fragt und sagt, was ist denn das deutsche Ziel in Ägypten? Ich weiß es nicht. Also, klar, wir wollen Geld verdienen, Siemens-Deals,
Wir wollen auch irgendwie gucken, dass da weniger Flüchtlinge kommen, aber für Ägypten, also für das Land. Ich wüsste es nicht. Und das ist, glaube ich, können, glaube ich, einige nicht beantworten. Deswegen schade, dass hier niemand vom Auswärtigen Amt da ist, der uns vielleicht diese Frage beantworten könnte. Aber diese, das ist, glaube ich, Teil des Problems. Wir haben in ganz vielen Bereichen, gerade wurde es erwähnt, stellen wir immer wieder sehr kritische Fragen oder bleiben auch dran. Bei diesem Sicherheitsabkommen haben wir sogar eine kleine Anfrage gemacht, also sozusagen ganz viele Fragen auch gestellt in diesem Bereich. Die Idee, die dahinter steht, ist zu sagen, dass von deutscher Seite es Unterstützung gibt für die Ausbildung, Weiterbildung, Stärkung von Sicherheitsakteuren. Dahinter verbirgt sich Polizei, aber auch andere Sicherheitsakteure in Ägypten, mit einerseits dem Ziel, Terror zu bekämpfen. Ja, wir haben da ja auch ein gemeinsames Ziel. Natürlich ist da auch immer ganz wichtig, die Menschenrechtssituation zu verbessern. Und dann wird uns auch immer gesagt, wenn die Menschenrechte schlechter werden, dann hören wir natürlich auf und fangen erst gar nicht an. Das ist natürlich für uns immer die Frage, wie viel schlechter muss es denn noch werden? Also das wird dann auch nicht spezifiziert. Da sind auch dann immer die Antworten dann relativ vage. Und auf die Details kriegen wir, also für die Details kriegen wir auch keine guten Antworten. Also wir fragen immer wieder nach, aber da kriegen wir auch selten dann wirklich die kompletten Details. Aber wir sehen das sehr kritisch als Grüne, weil wir auch wissen, dass Teile der Sicherheitskräfte, die mit ausgebildet werden sollen, auch diejenigen sind, die in den berühmt-berüchtigten Gefängnissen auch foltern. Und das zumindest für uns eine absolute rote Linie ist, zu sagen, also das, deswegen nochmal zu der Frage, wie stellt man denn Anreize? Ich glaube, es ist ja nicht die Frage zwischen Schwarz und Weiß, wir helfen oder wir helfen gar nicht, sondern die Frage ist ja, wie hilft man? Und selbst wenn man sagt, es kann ja, also Polizeiunterstützung ist nie in Ländern, in denen die Polizei perfekt ist, ja? Sonst bräuchten wir nicht hingehen, sondern es ist immer in Ländern, wo es noch Luft nach oben gibt. Aber es muss glaubwürdig einen Willen der die dortigen Regierung geben, sich verbessern zu wollen. Und Folter ist zumindest eine Sache, wo wir sagen würden, da muss es ein Commitment geben, dass die Kräfte, die man mit fortbildet, nicht foltern. So, das wäre zumindest für uns zum Beispiel eine Bedingung. Wie kann man, ohne zu sagen, wir stoppen jetzt alles, auch mal bessere Bedingungen in die Programme mit reinformulieren. Ansonsten ist es zum Beispiel von Parlamentsseite, gibt es einen tragischen Fall. Der Bundestag hat Parlamentsstipendiaten, die auch aus der ganzen Welt kommen, die kommen auch aus Ägypten. Mittlerweile ist es so, die sind bei uns im Bundestag, auch beim Kollegen von mir, Kai Gehring, und gehen zurück und sind eigentlich relativ schnell im Gefängnis. Wo wir auch sagen, das sind junge Menschen, die haben wir persönlich über Monate begleitet. Für die ist es ein Risiko, im Bundestag zu sein. Wo ich sage, zumindest da müsste die Bundesregierung sagen, das geht nicht. Und wir wollen auch als Bundestag nicht sagen, wir nehmen deswegen jetzt keine Parlamentsstipendiaten mehr aus Ägypten, weil die sind eh im Gefängnis danach. Aber das ist die aktuelle Situation für uns. Es ist eine Gefährdung, wenn sie im Bundestag waren, weil sie vielleicht danach besser verstehen, wie Demokratie funktioniert. Und das einfordern auch bei sich zu Hause. Das sind so ganz konkrete Punkte zum Beispiel, an denen wir arbeiten. Wenn es um die großen Fragen geht, zum Beispiel die der Stiftungen, muss ich sagen, ist das gesamte Parlament dort eigentlich sehr kritisch, weil es eben auch alle Stiftungen betrifft. Das ist nicht nur eine Frage der Opposition, sondern da fragt auch die CDU nach und sagt, wie ist es denn jetzt immer so? Ich habe noch keinen Termin gehabt, wo das nicht thematisiert wurde, muss man fairerweise einfach auch sagen. Aber es ist umso enttäuschender, dass da immer noch nichts wirklich sich bewegt hat. Es gibt auch im Parlament zumindest parteiübergreifend, würde ich sagen, wirklich das Verständnis auch dafür, dass Ägypten wirtschaftlich sich auf den Weg machen muss und dazu auch Menschenrechte gehören, Rechtsstaatlichkeit. Aber wie gesagt, auf der Regierungsseite, auch wenn wir das in Ausschüssen haben, sind da die Antworten immer extrem vage. Und ich habe eben den Eindruck, dass es eben keinen kohärenten Ansatz gibt. Und momentan wird es überlagert durch die Flüchtlingsproblematik. Und vielleicht ein Satz dazu. Ich finde das sehr falsch, auch nur ansatzweise zu denken, dass wir jetzt einen ähnlichen Deal mit Ägypten machen wie mit der Türkei. Ägypten ist weit von einem sicheren Drittstaat entfernt. Also es ist so weit entfernt davon. Und die Überlegungen,
da jetzt auch noch mehr Gelder einfach in den Haushalt nach Ägypten zu überweisen und zu glauben, dass davon die Flüchtlinge profitieren, wenn man dort kooperieren will, dann mit UN vor Ort, ja, um auch wirklich sicherzustellen, dass was bei den Flüchtlingen ankommt. Ich glaube, man kann ja nicht sagen, jetzt Ägypten, wir lassen euch alleine mit der Frage, finde ich auch eine falsche Haltung, aber man muss sich dann sehr klug überlegen, wo gehen die Gelder hin, mit welchem Ziel, und nicht einfach pauschal sagen, wir machen das jetzt wie mit der Türkei. Wir ja auch kritisieren, also das, genau, aber das ist, wir kritisieren den mit der Türkei, aber überhaupt auf Ägypten zu übertragen, ist absurd. Vielleicht jetzt noch zum Siemens-Deal. Wir wollten ja mit einem Siemens-Vertreter ja eigentlich auf dem Podium zu diesem größten Geschäft in der Siemens-Geschichte sprechen. Gerne auch Isander wieder mit einbeziehen. Ich denke, alle sind sich auch bewusst, dass Ägypten dringend Investitionen braucht. Und als Grüne ist man ja auch überhaupt nicht gegen Windenergie. Aber wenn Windenergie verkauft wird, ohne an ein Regime, das seine Menschen ins Gefängnis steckt, dann habe ich schon auch Probleme mit dieser Form der Investitionen. Und man kann ja Investitionen nutzen, vor allem wenn sie über staatliche Exportkreditbürgschaften abgesichert sind, daran auch Konditionen zu knüpfen. Gibt es im Parlament überhaupt eine Debatte dazu, wie diese Hermes-Bürgschaften vielleicht auch politisch konditioniert werden? Habt ihr dazu im Parlament schon eine Auseinandersetzung? Und wie könnte man den Hebel dieser großen Investition eben auch nutzen, um immer und stetig und konstant eben das mit der Frage auch der Menschenrechte, der Arbeitsbedingungen und so weiter zu verknüpfen? Ja, das haben wir versucht. Ach so, Entschuldigung. Ich bin auch ganz schnell. Ja, ich kann das auch ganz schnell machen. Wir haben das versucht, haben das nicht erreicht. Dafür haben dann die Mehrheiten, sahen dann noch etwas anders aus. Aber was mich etwas beunruhigt hatte, dass die Hermes-Bürgschaften überhaupt in Frage zu stellen, zu sagen, die sind ja auch, die Vergabe an sich ist überhaupt geknüpft normalerweise an einen gewissen Grad, in welche Länder die auch gegeben werden können, was wir überhaupt schon in Frage gestellt haben, gesagt haben, sind die Bedingungen überhaupt für Hermes-Bürgschaften gegeben etc. und haben dazu auch Fragen gestellt, die wurden uns natürlich alle positiv beantwortet. Was mich gewundert hatte, dass es dazu relativ wenig Öffentlichkeit gab. Wir haben das versucht, auch medial nochmal hochzuziehen, dass ja, in dem Gesamtgemengelage ist es dann halt irgendwie ein Detail, was auch nicht mehr so viel interessiert. Das ist so die Gefechtslage. Dieser Deal, den haben ja noch viele mitbekommen, weil es einfach der größte Geschäftsdeal war für Siemens je. Die nachfolgenden Fragen der Hermes-Bürgschaft interessierten schon wesentlich weniger Leute. Nun, ich bin kein Deutscher und ich verfolge auch die deutsche Politik nicht wirklich. Das heißt, ich kann diese Frage nicht wirklich beantworten, was den Siemens-Deal angeht. Aber ich würde Folgendes gerne sagen. Die Ägypter, die ägyptischen Entscheidungsträger sollten sich Sorgen machen darüber. Sie sollten sich darüber Sorgen machen, wenn es einen derartigen Deal gibt, der perfekt klingt. Ägypten braucht Investitionen, Handel, erneuerbare Energien und so weiter. Das ist gut langfristig, dieses Projekt. Nun, man muss die entsprechenden Fragen stellen und die Situation in Ägypten wird sich dadurch nicht verändern. Jeder Deal mit Ägypten muss überprüft werden, insbesondere was die Menschenrechts- und politische Situation angeht. Insbesondere, weil es zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, Parlamentarier, Menschenrechtsgruppen und so weiter in Deutschland und woanders in der EU, die diese Fragen stellen müssen. Das heißt, die Ägypter sollten sich vor Augen führen, dass aufgrund der Flüchtlingskrise und anderen Themen die Aufmerksamkeit vielleicht jetzt woanders ist, aber das ist ein anhaltendes Thema und Problem. Und das ist nicht etwas, das über Nacht verschwinden wird. Meiner Meinung nach ist das nicht der Grund, dass sich die Dinge in Ägypten verändern werden. Also sie sollten sich nicht verändern, weil die Deutschen so denken. Nein, die Ägypter müssen anders denken. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema, das wir uns immer wieder vor Augen halten müssen. Und es ist nur normal, dass die Deutschen, die Franzosen, die Amerikaner Transparenz fordern in dieser Situation. Das ist ihr Geld, das ist mein Geld, unser Geld. Ganz kurz.
Ich denke, der Siemens-Deal ist ein interessantes Beispiel. Das ist kein Thema, das natürlich eine öffentliche Opposition mit sich bringt, wie zum Beispiel ein Waffendeal mit Saudi-Arabien. Da gab es sehr viel Medienaufmerksamkeit und sehr viel Opposition. Aber vielleicht kann man mehr Transparenz fordern insgesamt und das Investitionsklima in Ägypten generell in Frage stellen. Wie werden Kredite zurückbezahlt und so weiter? Deutschland musste ja Milliarden von Euros zurückstellen, weil diese Kredite nicht mehr vergeben wurden. Werden auch in der Zukunft weiter Kredite nicht vergeben? Ist das derzeit Umschuldungen mit Ägypten nicht gemacht werden. Das ist jetzt wohl eine auch Konzession der Bundesregierung, sich auf Umschuldungen mit Ägypten nicht einzulassen. Das ist eine dieser Konditionen, zu sagen, Umschuldung nur dann, wenn politische Prozesse sich verbessern im Land. Was ich aber gerne von dir, Helen, wissen möchte, wenn du vergleichst jetzt Großbritannien, Frankreich und Deutschland, hast uns deine Haupterkenntnisse skizziert. Wenn du das jetzt vergleichst und bewertest, ja, was denkst du, gibt es was Besonderes an den deutschen Beziehungen im Unterschied zu den Franzosen oder zu den Briten? Machen wir was ganz anders als die Frankreich oder Großbritannien? Nun, ich kann diese Frage aus unterschiedlichen Perspektiven beantworten, aus der Regierungsperspektive und dann aus der zivilgesellschaftlichen Perspektive. Zunächst einmal, die Politiker, mit denen ich hier gesprochen habe, hier in Berlin, im Gegensatz zu denen in Paris, waren sich bewusst über die Kurzfristigkeit des Sicherheits- und Stabilitätsarguments. In Frankreich scheint man dieses Argument immer wieder zu fördern, ohne sich darüber bewusst zu sein, welche Konsequenzen das hat. Hier in Deutschland haben die Politiker sich darüber Gedanken gemacht. Sie wissen, dass die Zivilgesellschaft und die Stiftungen hier eine Schlüsselrolle spielen können bei der Bereitstellung entsprechender Alternativen, bei der Organisation von entsprechenden Veranstaltungen wie dieser, um die Situation vor Ort zu verbessern. Das heißt, ich denke, es gibt einen Mangel an Wissen, wie geht man damit um? Auch die Politiker sind sich darüber nicht im Klaren. Dann zweitens, was die Zivilgesellschaft angeht. Ich denke, hier spielen die Stiftungen eine einmalige und wichtige Rolle. Sie haben eine Brückenfunktion zwischen der Regierung und der Öffentlichkeit. Sie sind auf beiden Seiten sehr gut verbunden. Und ich denke, dass diese Beziehung noch mehr genutzt werden sollte. Und dann, was Deutschland angeht. Deutschland ist ja stolz auf die Kultur der Transparenz und Rechenschaftspflicht. Und ich denke, dass diese Elemente auch eingebracht werden müssen in diese großen Wirtschaftsdeals, die hier diskutiert werden. Hermes-Bürgschaft ist kein Kredit. Es kann zu einem Kredit werden, aber es ist eher eine Bürgschaft. Das ist auch eine Absicherung für das deutsche Unternehmen. Ich denke, hier müssen wir ganz klar eine Unterscheidung machen. Also, wenn die Ägypter nicht mehr zahlen können, bekommen sie dennoch Geld. Es ist eine Bürgschaft. Das ist also nicht absolut altruistisch. Da politische Risiken von Firmen abzusichern, das ist der Hauptgrund. Und wenn ein Land dann die Rechnung nicht bezahlen kann für das, was es importiert, die Firma nicht bezahlen kann, was importiert wurde, dann springt der Staat ein. Es hängt jetzt aber davon ab, wer ist denn überhaupt in Ägypten der Partner, ja, von Siemens? Ist es ein staatlicher oder ein privater? Das ist auch noch ein wichtiges Thema. Yeah, if I may jump in on, wenn ich mich da nochmal einklinken darf. Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie das Gefühl haben, Deutschland hat keine Ägypten-Vision. Ich glaube, das ist nicht so sehr, weil Sie keine Vision haben oder keine erstellt haben, keine konzipiert haben, aber Sie haben gar keine ägyptische Vision, auf die Sie aufbauen können, weil Ägypten doch gar keine Vision zur Verfügung stellt, die das deutsche Volk dann absegnen könnte oder auch die deutsche Regierung. Das ist es, was da fehlt momentan. Vielleicht sind Länder wie Frankreich zum Beispiel da anders. In Frankreich haben sie
sich da eher mit den ägyptischen Alliierten im Golf zusammengetan und das reicht, aber für viele Länder ist das vielleicht nicht ausreichend, insbesondere wenn es in Ägypten weiter problematisch zugeht. Es geht ja nicht nur um monetäre Investitionen, sondern auch um politisches Kapital. Man braucht also eine klare Richtung, die man erkennen kann. Und naja, Ägypten ist ein souveräner Staat und das muss schon aus dem Land selbst kommen. Die müssen selbst eine Vision errichten, die dann andere wiederum enthusiastisch macht. Einen Zugang wählen, der sagt, wir reden einerseits durchaus auch über wirtschaftliche Entwicklung, weil Ägypten sie wirklich braucht. Dann muss man aber auch über den Typus von Entwicklung reden. Geht das Geld wirklich in den Aufbau der Ökonomie und von der die Bevölkerung profitiert, oder sind es Großprojekte? Das ist das eine, worüber man natürlich immer reden kann. Wenn es um was zieht, welche Investitionen an. Und das Zweite ist, man kann über Investitionen reden und gleichzeitig aber auch über Menschenrechte und über die Menschenrechtssituation. Und ich muss schon sagen, dass ich nicht erfreut darüber bin, dass man die Debatte auch mit denen, die die politischen Entscheidungen treffen in Deutschland, in den Ministerien, sich dann eben noch nicht mal der öffentlichen Auseinandersetzung darzustellen. Und das geht aus meiner Sicht nicht. Man muss eben beides, ne? Was will man eigentlich für die ägyptische Mehrheitsbevölkerung erreichen, auch ökonomisch und was die Grundbedürfnisse angeht, und gleichzeitig aber auch die Menschenrechtslage offen ansprechen. Ich habe Ihnen versprochen, wir kommen hier sowieso nicht zu einer Conclusio, aber Sie haben sicherlich auch Fragen an die drei hier auf dem Podium. Ich möchte jetzt ganz gerne Ihnen die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ich möchte Sie bitten, auf lange Kommentare zu verzichten. Es stehen jeweils in den Gängen hier Mikrofone. Sie müssen in die Mikrofone sprechen, auch wegen der Übersetzung, und zeigen Sie mir an, ob Sie sprechen möchten oder nicht, oder begeben Sie sich direkt ans Mikro. Ich rufe Sie dann auf. Gibt es Fragen von Ihnen? Okay, wir sammeln. Die Dame da hinten. Okay. Gehen Sie bitte ans Mikro, das beschleunigt das. Ich sage dann Bescheid. Und bitte stellen Sie sich vor. Hallo. Guten Tag. Ich habe nicht wirklich eine Frage. Das ist schade. Well, I just... Ich möchte nur noch mal zurückkommen. Da ging es um Teilnahme an diesem Workshop. Es gab von vornherein ein Problem bei der Einladung zu diesem Workshop, weil man sprach da von einem Putsch in Ägypten, und das ist ganz unfair. Für viele Ägypter ist das unfair. Man sprach in der Einladung auch darüber, dass Ägypten vor dem Staatskollaps steht. Niemand will, dass Ägypten kollabiert. Herr Amrani hat das auch ganz deutlich gemacht. Man hätte das auch positiver formulieren können. Man hätte sagen können, dass es da so einen Engpass gibt, dass wir uns in einem schwierigen Moment befinden. Aber Ägypten kollabiert nicht. Denn die Ägypter wollen nicht noch mehr Chaos. Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, wir sind zurück in einer starken Führerschaft, und die Menschen wollen nicht dahin zurückgehen. Können Sie sich ganz kurz vorstellen? Ich komme von der ägyptischen Botschaft. Ich heiße Mohammed. Ich habe nur ein paar kurze Kommentare abzugeben. Ich weiß, ich bin nicht als Redner hier heute. Aber eine Frage: Die Zahlen, die Sie genannt haben, diese Zahlen, geht es hier um die politischen Inhaftierten? Ja. Das sind Zahlen, die NGOs und Aktivisten veröffentlichen, ohne sie wirklich zu authentifizieren. Das sind wirklich nicht verifizierte Berichte in der Botschaft und auch in den verschiedenen Institutionen der Regierung. Arbeiten wir daran. Ich hoffe auch, dass... man darf nicht die Diskussion ablehnen. Aber die Frage ist, warum wurde hier niemand aus Ägypten eingeladen? Es ist toll, über Ägypten zu sprechen. Nun, das ist ja unsere Entscheidung, wen wir hier einladen. Ja, aber
Klar, wir haben viele Probleme. Das hat Herr Amrani ja auch ganz klar gesagt. In der Wirtschaft, im Kampf gegen Terrorismus, legale Migration. Wir haben Partnerschaften mit Deutschland, mit anderen Ländern, um eben diese Probleme anzugehen, um sie zu überwinden. Und wir haben nichts zu verstecken. Wir verstecken keins der Probleme, das in Ägypten passiert. Es ist doch ganz offensichtlich, dass die Regierung den Menschen in Ägypten zuhört. Der Präsident ist vor einigen Tagen erst mit jungen Menschen zusammengekommen, um über Probleme zu sprechen. Bitte, ich würde Sie wirklich bitten, jetzt zu einem Ende zu kommen. Ganz kurz zu den politischen Stiftungen. Ich versuche das. Ich möchte Sie bitte ganz höflich. Letzter Punkt, bitte. Ich denke, wir sollten das in einem anderen Setting noch mal ausführlicher diskutieren. Bitte nutzen Sie hier den öffentlichen Raum in einer fairen Weise. Nun mal ganz kurz. Was hier gesagt wurde, das war doch wirklich... Ich möchte... Es kommen gleich... Ja, Sie können es doch einschätzen. Jetzt ertragen Sie es doch einfach noch mit einem letzten Satz. Doch, er wird aufhören. Bitte schön. About the political... Was die politischen Stiftungen angeht, was gesagt wurde, ist nicht wirklich richtig. Vielleicht weiß Frau Pagner das nicht. Wir haben verschiedene Vorschläge an die Regierung in Deutschland angereicht und die wurden nicht akzeptiert. Ja, sie wird sicherlich darauf reagieren. Das ist also ein rechtliches Thema und kein politisches. Ganz herzlichen Dank. Mit der Order fort, bitte, Sie sind dran. Und dann haben Sie sich da hinten. Sie dürfen auch gleich. Moment, ich versuche es hinzubekommen, dass alle zur Sprache kommen. Keine Ungeduld, bitte. Bitte schön. Wir haben extra Platz gelassen und die Zeit reicht auch. Hallo, ich heiße Constanza und erstmal vielen Dank für die Diskussion. Und ich wollte eigentlich zwei Grundfragen stellen, also weil ich einfach nicht so viel darüber weiß, aber wie ist eigentlich die Legitimationslage der Regierung in Ägypten? Und also wie unterstützt wird die Regierung in Ägypten von der Bevölkerung? Und wie ist die Lage von Waffenhandel? Also wie viel irgendwie Deutschland an Ägypten Waffen verkauft? Ja, danke. Bitte gehen. Ich kenne ja Ihren Namen nicht. Gehen Sie einfach ins Mikro. Mein Name ist Harald Hüttmann. Mhm. Ich habe eine Frage einerseits zu den Flüchtlingen, die mittlerweile ja auch aus Ägypten nach Deutschland kommen. Ich würde gerne wissen, ob Sie Ägypten als sicheres Herkunftsland betrachten. Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie teuer sind die U-Boote und warum braucht Ägypten U-Boote? Israel hat ja schon welche in der Gegend. Okay, ja, danke für die konkreten, präzisen Fragen. Ja, mein Name ist Frank Wende. Ich möchte gerne wissen, wie sich die israelisch-ägyptischen Beziehungen entwickeln. Und zweitens möchte ich wissen, ob die Studenten in Ägypten ihre Meinung noch sagen können oder ob sie gleich ins Gefängnis müssen. Dankeschön. Bitteschön. Ali Al-Awadi, die Vorsitzende der Deutschen Ägyptischen Union für Demokratie. Ich bin 3 Jahre beschäftigt mit dem Ägypten-Thema, weil ich ursprünglich Ägypter. Wir haben eigentlich in der Situation in Ägypten, ist es dramatisch, ist es fast zu kollabieren. Das ist im Gegenteil, was die Botschafter sagt oder die Person von der Botschaft. Und eigentlich in 10 Tagen, wir haben eine große Demo geplant, heißt die Saurat al-Ghalaba, das ist die Boer-Leute-Revolution. Das ist schon in Bewegung seit 2 Monaten jetzt. Die Leute versuchen irgendwie ihre Stimme hoch zu halten, weil das eigentlich gibt es keine Freiheit, keine Meinungsfreiheit gibt es nicht mehr in Ägypten. Und ich bin einer, die das eigentlich durfte nicht mehr nach Ägypten fahren, weil ich bin erwartet auf dem Flughafen. Die Frage ist, die will ich stellen, wie sieht es mit der Korruption? Die Korruption ist in Ägypten ist dramatisch. Es gab auch eine, die das Schiff, die Organisation, die
heißt Al-Ihsa, in Ägypten, die das einfach selber gesagt, dass es die Korruption ist, 600 Millionen jährlich. Und dieser Mann ist einfach von seinem Amt entlassen, weil eigentlich die Tof. Ja, das ist richtig. Und das ist einer von den Beamten, die das einfach vom Land dient. Und wenn versprechen jetzt ein Eid nach Ägypten oder irgendeine Hilfe geben, wir müssen wieder das suchen, wie das Frau Francesca gesagt hat, dass es mit dem UN arbeiten. Aber es gibt die End-User für diese Sache, existiert nicht mehr, weil eigentlich die Militär versucht, in ihrer Hand in aller möglichen Kanäle zu sitzen. Und ich wundere, warum hat überhaupt in diesem Thema keiner spricht, dass es als wir leben mit Militärputsch. Das Militärputsch in Ägypten, die seit drei Jahren versucht mit aller Kräfte und aller Gewalt, aller Diktaturmöglichkeit, die Land unter Druck zu setzen. So, wie geht das? Vielen Dank. Okay, herzlichen Dank. Jetzt noch eine Frage und dann gehen wir zurück aufs Podium, bitte. Mein Name ist Bartling, Beverly Bartling. Ich versuche es kurz zu machen. Bitte. In den 80er Jahren habe ich an der FU Berlin Politologie studiert. In einem Länderreport über Ägypten las ich damals 50% Analphabetenrate, also selbst für arabische Länder relativ hoch. Gestern habe ich den Länderbericht in Ägypten für Ägypten auf Wikipedia durchgesehen. Da steht Analphabetenrate wieder 50%. Es hat sich also über Jahrzehnte, wenn das wahr ist, hat sich da nichts geändert. In dem Länderbericht stand auch, in eine Schulklasse in Ägypten 50 Schüler. Ich finde es schon schlimm, wenn es in Deutschland 30 Schüler sind. Und immer die Frage, Kampf gegen den Terror, das muss man sich so vorstellen. Die Terroristen kommen so mit der Skimaske, bringen Leute um. Die Polizei auch maskiert, verprügelt Leute, also eine wie die andere. Ich meine, mal ganz spontan, warum sagt niemand auf der Welt, wir bekämpfen den Terror, indem wir die Bildung fördern, weil hochgebildete Menschen sind für Dinge wie IS und so meines Erachtens nicht so anfällig. Ja, herzlichen Dank. Ihr könnt darauf eingehen, ob die These stimmt oder nicht. Die hat sich teilweise auch schon wieder widerlegt, aber... möchten Sie bitte noch? Ja, ganz kurz. Ja. Ich wollte, sagen Sie auch, wer Sie sind. Also mein Name ist Fabian Letvon. Ich wollte nur kurz fragen, wie denn die ägyptisch-italienische Beziehung zurzeit ist, weil ich finde das einen ganz interessanten Fall, weil Italien hat ja auch eher einen realpolitischen Ansatz gewählt und hat durch den Tod von Regeni jetzt doch eine andere Politik begonnen. Danke. So, wer drängelt sich jetzt das breite Spektrum der Fragen? Ich versuche aufzupassen, dass keine hängen bleibt. Und bitte, Franziska. Ja, ich wollte nochmal bei diesem Punkt ansetzen. Wer sitzt denn hier auf dem Podium und warum ist keiner direkt aus Ägypten da? Das ist wirklich schade, aber es ist einfach für viele zu gefährlich zu kommen. Unsere Erfahrungen waren auch im Bundestag, wenn wir Menschen eingeladen haben, durften sie nicht mal mehr ausreisen, ihnen wurde der Pass am Flughafen weggenommen oder wenn sie zurückgekommen sind, habe ich ja vorhin erwähnt. Also es ist traurig, dass es diese Möglichkeiten nicht mehr gibt. Das bedauern wir sehr. Wir fänden es sehr schön, wenn wir, wie auch aus anderen Ländern, Ägypter zu solchen Gesprächsrunden einladen könnten. Aber wir haben da ja auch eine Verantwortung im Bundestag als Böll-Stiftung, Menschen nicht zu gefährden. Und ich glaube, das ist traurig, aber es ist halt die Realität. In dem Kontext finde ich es auch in den letzten Wochen, dass eben auch von wirklich wichtigen und guten Akteuren der Menschenrechtsszene ihre privaten sozusagen Konten eingefroren wurden. Ja? Und dazu hat die Bundesregierung nichts gesagt. Das ist einfach, es geht permanent einen Schritt weiter, da werden Existenzen zerstört. Darüber spricht die deutsche Bundesregierung leider nicht wirklich öffentlich.
Und mit der Frage der politischen Stiftung, weil ich das schon nochmal klarstellen möchte, Sie haben es gesagt, es gab Vorschläge von der ägyptischen Seite, die für die deutsche Seite nicht akzeptabel waren. Und jetzt spreche ich nicht für die Grünen nicht akzeptabel waren, sondern selbst für die Regierung, die die anderen Sachen nicht öffentlich anspricht, hat gesagt, nein. Also wir gehen nur wieder nach Ägypten als Stiftungen, wenn wir auch alle Stiftungen auch dort wirklich frei agieren können. Und das war mit keinem der Vorschläge, die bis jetzt aus Ägypten kamen, der Fall. Deswegen wurde keiner dieser Vorschläge angenommen. Und ich finde, das ist einfach wichtig zu sagen. Klar, es gab Vorschläge. Keiner war in dem Sinne, sagen wir mal so, dass es auch nur annähernd akzeptabel war. Es gab eine konkrete Frage zu ob Ägypten ein sicheres Herkunftsland ist. Kann ich auch ganz einfach nein. So, genauso präzise, kurz, knapp antworten, nein. Ich habe nicht den genauen Zahlenbetrag für die U-Boote im Kopf, müsste ich irgendwie nachgucken. Wir kritisieren das. Ich glaube auch nicht, dass es richtig ist. Ich glaube, die Debatte ist aber eben eine tiefergehende, die militärischen Kooperationen, von denen wir zum Beispiel vorhin kurz gesprochen haben, Amerika, Ägypten sind enorm, auch da hängt ja ganz viel zusammen mit der gesamten Region. Ich glaube, das muss man mit thematisieren. Die Frage war zu der Korruption und Sie haben es angesprochen, das war ja nämlich mal ganz interessant, der Chef des Rechnungshofes, also äquivalent bei uns wäre das Rechnungshof, hat selber gesagt, wir haben zu viel Korruption und hat es auch sehr präzise belegt. Die Konsequenz, naja, er ist nicht mehr Chef vom Rechnungshof. Ja, so viel dazu, dass man, dass es irgendwie nur linke Spinner sind, die da irgendwie die Regierung kritisieren und danach im Gefängnis sitzen. Und ich glaube, so kommt man halt nicht wirtschaftlich voran. Ja, wirklich nicht. Das ist, ich gehe als Unternehmen nicht in ein Land, von dem ich weiß, ich muss überall so viel Bakschisch zahlen, dass mir am Ende nicht mehr so viel bleibt. Und außerdem kann das Militär am Ende immer noch billiger die Leute anstellen. So, und das ist die Situation. Wir haben das sehr bedauert, weil ich fand das ja ehrlich gesagt eher mutig. Ich hatte gedacht, das ist bestimmt abgesprochen mit als dieses Event so einen Bericht gibt. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass dass der Rechnungshof so einen Bericht rausgibt und das mutig war. Also, aber anscheinend war es nicht abgesprochen, sonst wäre, ich weiß es nicht. Die Details, also die ganzen Hintergründe im Inner Circle weiß ich nicht. Aber ich hatte gedacht, das wäre ein Moment, wo als Sisi sagen könnte, ja, jetzt fangen wir an. Also ich hatte echt gehofft, das war abgesprochen und jetzt macht Al-Sisi das Zeichen, ich gehe jetzt gegen Korruption vor. Ich hatte das wirklich so eher verstanden gehabt. Das wäre ein Punkt, wo man sagen könnte, wir machen jetzt was. Ein Anknüpfungspunkt, wo man sagen kann, da geht es jetzt auch nicht nur um Menschenrechte, sondern es geht darum, das Leben von jedem einzelnen Ägypter auch zu verbessern und dadurch auch wirtschaftlich voranzukommen. Vielleicht passiert ja noch was, ich würde mir das auf jeden Fall sehr wünschen. Ich glaube, es wäre wirklich auch ein gutes Zeichen. Dann war noch die Frage ganz kurz mit Terror. Alle Terroristen sind gebildete Menschen, keine Terroristen. So einfach ist es leider nicht. Aber ich sage mal, wenn man Terroristen bekämpfen will, muss man sie präzise definieren. Wenn man sagt, jeder ist ein Terrorist, habe ich keine effektive Terrorismusbekämpfung. Also... Die Frage in Bezug auf die Waffenexporte und dann die Frage in Bezug auf Italien, nehme ich mir vor. Deutsche Waffenexporte. Die Zahlen, die ich habe, ist, dass die Exporte 1 Milliarde pro Jahr erreichen. Aber der Einspruch hier ist, zu berücksichtigen, dass die Regierungen ungerne die Zahlen publizieren und sie klassifizieren sie, indem sie unterschiedliche Termini benutzen. Das heißt, es ist schwierig, hier eine wirkliche Summe auszumachen. Zum Beispiel... Regierungen publizieren Zahlen nur für militärische Lizenzen, aber da geht es nicht um Dual-Use-Ausrüstung oder Sicherheitsausrüstungen. Das heißt, wenn man Mitgliedstaaten hat, die sehr viele allgemeine Sicherheitsausrüstungen und Gegenstände exportieren, also Sicherheitsreform-Deals mit Ägypten und so weiter, dann müsste das eigentlich auch berücksichtigt werden. Wenn Sie weitere Informationen möchten, dann besuchen Sie bitte GRIP. Das ist eine Brüsseler Organisation, die wirklich gute Daten hierzu zur Verfügung stellt. Dann die U-Boote, 920 Millionen unter 1 Milliarde. Und das war eine Tochterunternehmung von ThyssenKrupp. Und es stimmt, Israel war nicht glücklich in Bezug auf den Erwerb dieser U-Boote. Es gibt jetzt 9 U-Boote in der Region. Und Israel möchte gerne hier die Oberhand haben und behalten in diesem Bereich.
Ministerin. Ich habe ja in den drei Hauptstädten der drei Mitgliedsstädte Interviews geführt. Als die Frage in Bezug auf den Waffenexport gestellt wurde, da habe ich unterschiedliche Antworten von den Politikern bekommen. Sie haben gesagt, nun, wenn wir die nicht verkaufen, dann machen das andere Mitgliedstaaten. Was natürlich wirklich sehr enttäuschend ist. Das ist ein sehr altes und sehr bekanntes Argument, das immer wieder angeführt wird. Aber das macht die Sache natürlich nicht besser. Und dann in Bezug auf die Frage, was Italien angeht. Nun, Italien sollte auch eine Fallstudie werden. Also, es ist entsprechendes Geschehen, nachdem Giulio Regeni umgebracht wurde, der Wissenschaftssektor, der dogmatische Sektor, sogar die Gewerkschaften, auf die konzentrierte er sich in seiner Doktorarbeit, die sind wichtig, wenn es darum geht, hier eine entsprechende Dynamik auszulösen, wenn man also möchte, dass die Regierung hier zur Rechenschaft gezogen wird. Nun, man hätte natürlich sehr viel stärker reagieren müssen. Wir gehen jetzt nicht ins Detail, was Brüssel getan hat, aber der Auswärtige Ausschuss hat hier nicht sofort reagiert. Aber das sind symbolische Schlussfolgerungen und keine materiellen Handlungen in Bezug auf das Aussetzen von entsprechenden Deals. Ich denke, das ist entsprechend berücksichtigt worden, aber nichts von dem ist umgesetzt worden. Vielen Dank. Nun, sehr viele Fragen sind jetzt übrig, scheint es, und ich muss sie alle beantworten. Die Legitimitätsfrage. Die Regierung hat die Legitimität in der Hinsicht, dass sie technisch legitim ist. Sie ist ja gewählt worden. Als Sisi wurde gewählt, das Parlament wurde gewählt. Man kann da viele Zweifel hegen, was die Fairness der Wahlen angeht, aber das ist ein anderes Thema. Legitimität ist ganz wichtig hier. Ob die Regierung Legitimität hat? Nun, das Regime hat sich ja selbst dargestellt als Retter, als jemand, der die Probleme löst. Was sie vor Ort machen, ist sehr viel wichtiger für die Menschen als ein abstraktes Demokratie- und Legitimitätskonzept. Also die Menschen fragen sich, verbessert sich meine Situation? Und hier fällt die Antwort nicht wirklich gut aus im Moment. Und dann gibt es die breitere Frage. Und da geht es eher darum, ist Ägypten immer noch in diesem Revolutionsmoment? Also die Aufstände, die wir 2011 gesehen haben, diese Forderungen nach Wandel, sind das Dinge, die vorbei sind, oder sind wir immer noch in diesem Moment der Transformation in Ägypten, wo das Ergebnis nicht klar ist? Ein Herr sprach ja hier den 11. November an, die entsprechenden Proteste. Ich erwarte nicht wirklich viel. Proteste in den letzten oder jüngsten Monaten sind nicht wirklich sehr erfolgreich gewesen, aufgrund der Repressionen teilweise und auch teilweise, weil die Ägypter relativ traumatisiert sind aufgrund der Zeit nach 2011. Die Menschen sind auch müde zu protestieren und ich bin nicht sicher, dass das selbst eine Lösung ist, diese Proteste. Denn es gibt ja so sehr viel mehr Probleme zu lösen. Das Thema Legitimität wird aber nicht verschwinden. Das wird bleiben, auch in den unterschiedlichen politischen Zyklen, die kommen. Und Al-Sisi ist gewählt worden, das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, die Legitimität ist da. Er ist der Präsident des Landes. Das waren die ersten demokratischen Wahlen in der Geschichte des Landes. Und dennoch gibt es Hunderttausende von Menschen, die auf die Straße gegangen sind und gegen ihn demonstriert haben. Es gibt also eine angefochtene Legitimität. Es gibt unterschiedliche Legitimitäten, politische und so weiter, und die, die dominant ist heutzutage. Also die Legitimität, die Institutionen haben, insbesondere das Militär. Sie sprachen ja den Waffenhandel an. Nun, was die Frage angeht, warum braucht Ägypten U-Boote und entsprechende Hubschrauber aus Frankreich und Hubschrauberträger aus Russland, glaube ich. Wenn man sich das aus einer bestimmten Perspektive anschaut, und ich denke, das ist ein nützlicher Einblick, um die Situation zu verstehen, und zwar wie Ägypten nämlich seine Rolle weltweit sieht. Also einmal meint Ägypten, dass die Allianz, das Bündnis mit den USA, das sehr stark ist, militärisch gesprochen, unterminiert worden ist
durch die Idee, dass Obama Mubarak verlassen hat, oder 2013 hat die USA damit gedroht, militärische Hilfe zu stoppen. Wenn man sich die Region anschaut, sieht man an allen Grenzen Bedrohungen in Ägypten. Ich bin kein Militärexperte. Ich weiß nicht, ob U-Boote wirklich die beste Lösung sind, um mit diesen Bedrohungen klarzukommen. Das weiß ich nicht. Da habe ich keine Expertise. Ägypten hat eine Militärdoktrin, die so aussieht, wie das Land es möchte. Aber dieses Gefühl, dass man umrahmt wird von entsprechenden Bedrohungen, ist eine ganz wichtige Komponente. Und die Entscheidungsträger in Ägypten haben das Gefühl, alles geht, alles ist erlaubt, weil wir im Notstand sind. Das heißt, diese Extremmaßnahmen müssen im Land durchgeführt werden, denn schauen Sie sich den Rest der Region an, das wird gesagt. Und das ist ein überzeugendes Argument für sehr viele Menschen. Ich bin von diesem Argument überhaupt nicht überzeugt. Ich denke, da könnte man sehr viel besser agieren. Aber viele Menschen, denke ich, kaufen dieses Argument ab. Denn die Bilder, die wir aus Syrien sehen, sind ja furchterregend. Und das syrische Problem ist in gewisser Hinsicht das Ergebnis unterschiedlicher Entwicklungen. Und die Situation in Ägypten ist natürlich anders. Aber es gibt diesen Vorgeschmack der Instabilität, den man bekam 2011. 12, 13, ich lebe in Marokko und ich sehe das auch in Marokko. Die Menschen haben gleiche Reflexe, die sie zeigen, aufgrund dieser entsprechenden Entwicklungen. Und das ist ein Negativanreiz. Es gibt sehr viele andere Fragen, die hier gestellt wurden. Nicht alle können beantwortet werden. Ägypten, Israel und die entsprechenden Beziehungen, ja. Also die ägyptisch-israelischen Beziehungen sind niemals richtig gut gewesen. Heute sind sie exzellent, was das Militär und den Geheimdienst angeht, weil es diese Bedrohung im Sinai gibt, denn der Sinai und das entsprechende Operationszentrum, da gibt es die entsprechende Provinz im Sinai, die außer Kontrolle gerät und das weitet sich auf den Gazastreifen aus. Das heißt, es gibt dieses gemeinsame Sicherheitsinteresse zwischen Israel und Ägypten. Also es ist nicht nur das Sicherheitsinteresse von Netanyahu, sondern auch das Interesse der Opposition, auch der jüdischen Opposition. Das heißt, man freut sich sehr, dass Morsi gestürzt wurde. Und das sieht man auch im ägyptischen Establishment. Man sieht das Aufkommen einer Muslimbrüderschaft in der Region. Katar, Türkei, vielleicht auch die libyschen Islamisten noch, dann die in Tunesien. Das war angsterregend. Da hat man teutonische Veränderungen beobachten können. Das heißt, die Israelis sind sehr glücklich. Dies vorausgeschickt, wenn man sich die Details anschaut, dann sieht man, dass die zivilen Beziehungen zwischen den beiden Ländern eher schlecht sind, was die Handelsbeziehungen angeht. Auf jeden Fall, was Gefühle und Empfindungen angeht. Die Ägypter haben keine positiven Gefühle für Israel aufgrund des Erbes des israelischen Krieges und aufgrund der Besatzung Palästinas. Aber die Regierungsbeziehungen sind gut gewesen und sind gut. Und die entsprechenden Lobbykapazitäten in Europa und in den USA sind von Israel sehr gut platziert worden, im Namen auch Ägyptens. Ich weiß nicht, wie die Situation in Deutschland aussieht, aber es ist sehr gut, dass Ägypten meint, es ist gut, diesen guten Verbündeten zu haben, die USA. Ja, ich wollte noch etwas hinzufügen in Bezug auf die Region brennt und Ägypten ist genau in der Mitte. Ja, die Region brennt, aber wir müssen uns auch Folgendes anschauen. Libyen. Nun, die Frage ist, inwieweit tragen wir zu einem positiven Ergebnis in Libyen bei? Ich denke, die Dinge entwickeln sich besser aufgrund des Drucks von außen. Jeder hat ja gesagt, wenn wir nichts tun in Libyen, dann werden alle leiden. Aber anders als Kobler und so weiter, die sagten, wir müssen diesen regionalen Konkurrenzkampf in Libyen beenden. Sie sagten ja, Katar, die Türkei auf der einen und andere auf der anderen Seite. Das ist immer noch ein regionales Machtspiel, das wir dort beobachten können. Und kein nationales Thema. Das heißt, diese Region ist nicht so, dass man sagen kann, hier ist Ägypten und Ägypten hat überhaupt keine Beziehungen zum Rest. Wir müssen natürlich auch verstehen, inwieweit die Region schwierig ist. Aber es gibt dieses Gefühl der Instabilität vor Ort. Und ich möchte nicht natürlich, dass Ägypten zusammenbricht und kollabiert. Natürlich möchte ich das nicht. Ich
glaube nicht, dass das etwas Gutes wäre. Und was ich demütig versuche zu tun, oder das ist zumindest meine Absicht, ich möchte helfen. Und wir als Stiftung würden gerne in der Lage sein, dort aktiv zu werden und mit den unterschiedlichen Akteuren in Ägypten zusammenzuarbeiten und zu helfen in dieser Übergangsphase. Das ist eine schwierige Phase. Niemand sagt, dass Übergangsphasen einfach sind und schnell vonstatten gehen. Und ich denke, das wissen wir sehr gut. Die Frage ist, wie können wir helfen? Bitte lassen Sie uns helfen. Und es geht nicht darum, dass wir sagen, so soll Ägypten aussehen, sondern wir sollten einen Dialog führen, einen offenen, transparenten und ehrlichen Dialog. Und genau das brauchen wir, denke ich. Und ich denke, alle würden sich darüber freuen in den Parlamenten. Wir warten ja schon darauf. Wir werden immer wieder uns aktiv zeigen und immer wieder hinfahren. Nun, ich wollte noch etwas hinzufügen in Bezug auf das, was Franziska gerade gesagt hat. Die Diskussion, die man hier führen möchte, richtet sich auf die ägyptische Regierung, aber auch auf die zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und deshalb geht es, wenn Menschenrechtsaktivisten eingeschüchtert werden, darum, dass die Menschen Angst haben. Und das sendet eine sehr furchterregende Botschaft an die Menschen aus. Ein Grund, warum keine Ägypter auf dem Podium sitzen, ist, weil man sich nicht traut, diese Fragen zu stellen. Wenn Leute hier sitzen würden und entsprechend Aussagen treffen würden, könnten sie teilweise nicht in ihr Land zurückkehren. In der stündigen Diskussion sagen, wir haben ganz bestimmt nicht alles, was man über Ägypten heute Abend sowohl zur innen- als auch zur außenpolitischen und zu den wirtschaftlichen Kooperationen sagen kann, abgedeckt. Wir werden aber als Heinrich-Böll-Stiftung heute nicht zum letzten Mal uns mit Ägypten hier in der Stiftung beschäftigen. Nochmal, wir haben und können unter den jetzigen Bedingungen in Ägypten nicht arbeiten, die anderen Stiftungen auch nicht, weil man uns eben, wie gesagt, Bedingungen gibt, die wir nicht akzeptieren. Du hast es nochmal erwähnt. Bevor Sie jetzt alle gehen, gibt es noch ein kleines Video für 2 Minuten. Bleiben Sie noch hier, das präsentiert uns Helene. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber sie wird es uns erzählen und dann werde ich den Abend beenden. Okay, so just to really. Ja, ganz kurz zum Schluss. Das ist ja eine zivilgesellschaftliche Veranstaltung und nicht nur eine politische Debatte. Ich möchte Ihnen ganz kurz ein Video zeigen, was die Proteste in Ägypten vielleicht erreichen können. In March of 2015, the Dolmetscherinnen haben das Video nicht vorher gesehen und können auch die Leinwand nicht sehen. Das heißt, wir können das nicht dolmetschen. Verzeihung. Criticism from the UN and its rejection by over 80% of the population. The new law violates the right of freedom of expression, banning protests in front of Congress, the holding of assemblies in public places, and the participation in a protest without previous notice. Faced with this reality, we decided to protest in the only way the law allowed us to. A different kind of demonstration in Spain. Thousands of people marched to protest a new law that they say endangers civil liberty. But none of them were actually there. A unique way to express their discontent. The world's first holographic protest. Hologram tüntetestat. Manifestation virtuelle à Madrid. Spain is a 수천명의 시위대가 등장했는데. La primera de hologramas del mundo. Via a website that allowed anyone, anywhere to take their image, convert themselves into an apparition.
sus imágenes, subiendo sus gritos, subiendo sus pancartas, recreando a miles de personas reales. And it opens up some doors and capabilities that I never thought were possible. The underlying argument is that holograms have more rights than humans. I mean, that's kind of another part of the protest, which I have to say is quite impactful. You can't arrest the hologram, right? The protest reached a global audience of over 800 million people. 400 million impressions in social media opened a worldwide debate on the right to freedom of expression. 330,000 people signed the online petition to repeal the law, and the hologram protest went from the doors of the Congress to the inside. La movilización, señor ministro, continuará, y la protesta continuará. Das zeigt, dass diejenigen, die konstant in ihrer freien Meinungsäußerung, in ihrem Recht auf Demonstration, in ihrem Recht auf Versammlungsfreiheit sich Gegenstrategien überlegen, das macht Mut. Ich denke auch, dass die ägyptische Bevölkerung und in Ägypten selbst die Bevölkerung alles dafür tun wird, dass es ihr besser geht. Ich kann nur wiederholen, was du gesagt hast, Franziska, keiner möchte einen Bürgerkrieg, einen Krieg oder einen Kollaps, der dramatisch wäre, auch für die Menschen. Aber ich glaube, der Abend hat gezeigt, dass es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt, in Frieden und mit Entwicklungs- und Zukunftsperspektiven für ein anderes Ägypten zu arbeiten. Wir wären und sind immer noch bereit dazu. Ich möchte allen dreien, Franziska, dir danken und dir danken für eure Präsenz hier heute Abend. Ihnen danken für ihr Kommen und ihr Interesse, und ich hoffe, Sie beehren uns mal wieder mit ihrer Anwesenheit. Danke. Applaus